Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Mittwochsvideo und heute zeige ich euch, wie man mit drei Keulen jongliert. Als erstes brauchen wir natürlich eine Keule. Mit einer Keule fängt man dann erstmal an. Das ist wie mit drei Bällen. Ihr solltet natürlich mit drei Bällen jonglieren können, wenn ihr das Ganze mit Keulen machen wollt. Wenn ihr es mit Bällen noch nicht könnt, werde ich das Ganze hier oben verlinken. Und mit einer Keule fängt man dann wie folgt an. Man nimmt die Keule hier mit dem Zeigefinger hier drauf ungefähr, bei dem Mittelring. Und dann wirft man sie von rechts unten mit einer Drehung nach oben. Also von hier unten einfach mal so nach oben. Das Ganze sollte man natürlich dann wieder mit der rechten und der linken Hand können. Das heißt, nicht einfach rüberwerfen und die Keule wieder zurück in die stärkere Hand, sondern rüberwerfen und dann gleich mit der anderen Hand weitermachen. So, wenn ihr das gut könnt und ihr nicht mehr hier oder hier hingreifen müsst, damit ihr die Keule fangen könnt und die Keule sich nicht eineinhalb Mal oder zweimal oder fünfmal dreht, sondern genau einmal, dann könnt ihr die zweite Keule nehmen. Mit zwei Keulen ist es dann wie mit Bällen. Das heißt, man fängt erst mit der stärkeren Hand, würde ich jetzt mal raten, an und dann, wenn die Keule in der Luft ist und gerade wieder runterkommt, mit der anderen Hand. Also wieder hier beide hier am Mittelring nehmen und dann einfach mal anfangen. Also rechts, links. Da wird das Ganze mit der einen Drehung dann schon deutlich schwieriger, werdet ihr selbst auch merken. Und man muss das Ganze einfach üben, bis es funktioniert. Das heißt rechts, links, dann links, rechts, rechts, links. Und so weiter. Und wenn ihr das auch gut könnt, dann kann man die dritte Keule nehmen. Das Wurfmuster ist genau wie bei drei Bällen. Das heißt, ihr habt jetzt gerade mit zwei Keulen das Ganze gemacht. Und jetzt habt ihr einfach eine Keule mehr. Das heißt, ihr fangt erstmal an wie bei zwei Keulen. Also hoch, hoch. Und jetzt müsst ihr einfach die dritte Keule dann weiterwerfen. Also hoch, 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 hoch. Also einfach weitermachen. Ihr habt immer eine Keule übrig in der Hand und die könnt ihr einfach wieder hochwerfen. Also immer abwechselnd halt. Erst mit der rechten, dann mit der linken, dann mit der rechten, linke, rechte, linke. Das sollte aber eigentlich klar sein, wenn man mit drei Bällen jonglieren kann. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe einblenden, wie das mit drei Keulen funktioniert. Daumen hoch, freue mich, wenn das Video geholfen hat und wenn ihr es gut fandet. Wenn ihr Fragen oder Feedback oder Tipps habt oder auch Vorschläge für neue Videos, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare für mich, in die Kommentare unten. Und dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.